Servus. Jetzt seht ihr mal das Ding in voller Pracht. Aha. Das einzigste Problem, was sozusagen der hat, das Luftfiltergehäuse ist hier kaputt. Und der Luftfilter ist scheiße. Dementsprechend muss ich dann noch. Ja, ich werde da einfach einen Küchenschwamm reinsetzen, so wie immer. Aber jetzt erst unseren Vergaser. Hier habe ich die Düse hin. Der hier hat nur eine Düse und wie ihr seht hier, das ist alles voll mit Öl innen drin. Das werde ich jetzt mal mit Bremsenreiniger reinigen und dann sehen wir uns wieder. So, wie ihr seht, jetzt sieht man ihn wieder. Bewegt sich auch alles gescheit. Na, so. Und hier auch wieder. Machen wir die Düse wieder rein, die habe ich nämlich auch gerade sauber gemacht. So, die Schwimmerkammer. Ja. Jetzt schaut euch die mal an. Dann wisst ihr mal, was ich meinte mit dreckig. Ja, ich sehe es gerade selber nicht. Seht ihr das? Das ist doch mal widerlich. Und so sieht es aus, wenn sie fertig gereinigt ist. So, ich hoffe, dass es wieder zusammenbaut. Du hast meine Blumen sehen, gell? Hat sich noch ein Fettklumpen versteckt. Hoffentlich macht die Dichtung noch dicht. Wenn sonst noch holen wir uns einen Tetrapack und dann basteln wir selber. Genau. Es hat uns ja einer in die Kommentare reingeschrieben. Ich glaube, das war Benzin-Diesel. Ja, genau. Ich finde es eh super klasse und freue mich echt drüber, wie schön ihr da immer kommentiert. Es sind echt liebe Kommentare teilweise dabei und auch nützliche Kommentare. Haben wir nichts dagegen, wenn sie nützlich sind oder konstruktiv? Ich meine, jeder macht mal einen Fehler oder jeder hat mal eine Idee, wie man es besser machen kann. Ist ja normal. So. Willst du das auch noch sauber machen? Wo du schon drauf steckst. Ne, brauchst du. Doch, wie gut der auf einmal drauf passt, weil ich habe ihn gar nicht runtergebracht. Nee. Beim Runtermachen. Da bin ich jetzt gespannt wie der Regenschirm. Hier? Ist nämlich dafür da. Ne? Das hat nämlich vorher auch nicht funktioniert. Der Schlauch steht aber auch ganz schön. Da kommt noch dieses ölige Benzin da raus. Das muss man dann leer machen dahinter. Ende. Wo ist der Bremsschirmreiniger? Ach da. Hast du ein Lehr gemacht? Ich? Ja. Du bist schuld. Du hast gesagt, mehr und noch mehr. Du bist der Bremsenreiniger, Junkie. Ja, das funktioniert aber auch so gut. Beauty. Das erspart einem so viel Arbeit. Nein. Komm hier, Marci. Ja, schön fein. Ja. Schimp. Zwei Schätze reingemacht. Das ist nichts wirklich. Ja. Ich guck mal, sie kuschelt mit mir. Jetzt nicht mehr. Ihr seht das ja selber, wie gut das funktioniert mit Bremsenreiniger. Ich liebe dieses Zeug. Tada, es glänzt. Das ist nicht gewohnt, der Schatz.
Wenn der Dreck noch nicht so heftig ist, reicht das drauf. Ich bin allein schon. Oh, das blendet. Soll ich mich in den Schatten stellen? Nein, das da blendet. Ja, ich weiß, soll ich mich hinstellen, dass es dich nicht mehr blendet, mein Herz. Kannst du irgendein Gefäß holen, damit wir das auslaufen lassen können? Oh, ein Gefäß. Ja, ein Gefäß. Also, geh mal spielen. Geh mal spielen zum Huhn. Küki! Was meinst du, wie groß muss das sein? Ein halber Liter, den ungefähr schon reichen. Ich hab was. Moment. Nee. Ja. Muss ja nicht sauber sein, weil das kannst du ja nochmal verwenden, das Zeug, gell? Genau. Reicht das? Ja. Beauty, läufst du mir jetzt hinterher? Läufst du mir jetzt auch hinterher? Oh, ich hab... Ja, Schatz. Oh, das Bad. Du bist eine sehr gesprächige Henne, weißt du das? Das kann jetzt eine Weile dauern. Genau. Also. Na, das muss ich schon wieder fassen. So, warum war das? Die eine will von dir runter und die andere will freiwillig drauf. Die andere wollte jetzt nur runter, weil die andere auf mich draufgeflattert ist. Wer ist denn das? Hat die weiße Flecken oben da? Keine Ahnung. Du bist manchmal echt seltsam. Ich weiß, ich bin auch echt hilfreich. Ja, total. Aber so wie mir das im Spiegel ausschaut, im Fenster, ist es, glaube ich, Cleo. Jetzt aber nicht aufs Dach fliegen, gell? Die kommt schon wieder runter, wenn es Futter gibt. Ich bin die Hühnermama. Was sagt ihr? Einfach mal raufgeflogen. Aber ich bin gestanden, gell? Die ist vom Boden so weit hochgeflogen. Wenn man das Fliegen nennen kann. Geflattert wird es, glaube ich, eher. Quälst du? Ich glaube schon. Weh, du kackst mir ins Gesicht. Dann habe ich was zum Lachen. Ja, toll, du lachst mich immer aus. Ja, passiert. Ist noch ein wenig schwer, Lisa. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil das hier so ein bisschen verbogen ist. Schauen wir mal, ob ich das gerade kriege. Ja, war Cleo. Ja, jetzt ist besser. Das Cleo-Kind. Und Küki, wie schaut's bei dir aus? Bist du auch kuscheln? Ja, Modell. Schau mal, Schatz, ich bin bei Küki. Der hat schon richtig die Biegung von den Schwanzfedern jetzt langsam. Jetzt erkennt man das langsam, hast du auch gut im Jusch. Du bist eine Röse. Ja.
Mecker, 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 Mecker. Mecker, 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 Mecker. Okay, schauen wir mal aufmachen. Warum? Ja, weil ich die Stange hier nicht reingehe. Und an dem Plastikteil müssen wir eine Kleinigkeit wegflexen, weil die hat nämlich hier geklemmt. Und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum die Leute wohl damit brutal umgegangen sind. Weil ich schätze mal, dass die nicht so zimperlich mit dem umgegangen sind, weshalb das Ding ja einen Schaden überhaupt nicht bekommen hat. Oh, was hat Schatzi schon wieder gesehen? Und es scheint ihr nicht zu gefallen. So. Halsstarter. Funktioniert. Aufzug. Und der Kittel ist sogar leicht. Wunderbar. Schau, Schatzi. Ha. Halsstarter funktioniert jetzt ordentlich. Okay. Die Gläu, die kriegt jetzt einen richtigen Einlauf. Die hat mir jetzt gerade schon wieder das Holzei rausgezogen. Das geht auch gut. Ich glaube, ich habe mein Eierdieb gefunden. Da habe ich schon gefreut und. Ah, oh cool, da liegt ein Ei. Da hat einer beim Laufen anscheinend das Ei verloren. War es das Holzei? So, dann hätte ich gesagt, machen wir mal Pause mit dem Video. Weil ich muss jetzt warten, bis leer ist der Tank. Ja, wir warten und wir warten und wir warten. Auch. So schnell küsse ich dich heute nicht mehr. Es kommt mir echt vor, als ob das zu langsam da rausläuft aus dem Schlauch. Aber es ist echt ganz schön mit Plörre, du. Also schlechtes Benzin sieht normalerweise grün aus. Das ist schon eher gelb. Und du siehst, warte, sag mal von der Seite, du siehst hier richtig die Schichten. Warte, ich mach's mal schnell sauber. Sauber. Damit das auch in der Kamera sieht. Oh, doch nicht in mein Gesicht. So, jetzt sieht man's. Siehst richtig, hier ist so eine Schicht. Das hat sich aufgespalten, der Sprit. Unten ist dunkler, oben ist heller und da ist eine, genau eine Linie drin. Das Zeug ist schlecht. Richtig schlecht. Am Schlauch liegt's nicht. Da ist eine Art Mini-Benzinfilter drin. Süß. So, sind jetzt die anderen zwei schon mal?
Ja, jetzt besser. Okay, jetzt ist es zur Besserung, jetzt will er nochmal rein. Ah, doch. Durchweinen. So, dann sieht das doch schon alles viel besser aus. Oh, mein Leo. Ich hab doch hinten keine Augen, Schatz. Natürlich. Ja, Lilly. Der Einklemmen. Was ist denn jetzt noch jeder Ausdruck? Ja, die eine, ja, die ist noch total in der Mause, jetzt macht sie an ihrem Po weiter. Jetzt ruft sie sich am Po die Federn aus. Interessant, dass die haben wir mit Lilly und Co. zusammengeholt, ganz am Anfang. So, magst du mir den Luftfilterkasten und einen Schwamm holen? Eine Sekunde. Ja, das wird ja das der Rest von dem Ansaugstutzen. Aber die Schrauben müssen trotzdem rein, weil ansonsten hält der Vergaser nicht gescheit. Das soll ja dicht sein. Aber interessant, dass das Ding kein Benzin haben hat. Benzinhahn hat. Nina sucht schon wieder die Mäuse, die gerade nicht da sind. Das ist so und dann fest, ne? Dürfte man doch irgendwo noch Sekundenklebergel haben. Ich wollte den Schwamm pressen. Welchen Schwanz? Den Schwamm. Ach so. Bist auch so ein Schwanz. Er hat das jetzt da gereinigt. Jetzt tue ich da noch Sekundenkleber hin, dann sollte es auch ein bisschen halten. Ey! Küki! Nein! Du! Oh. Alter! Schau mal, was das für ein Loch gepickt hat. Du bist ein Knallkopf! Das ist nichts zum Essen. Nichts darfst du ablegen, ey. Das ist nichts für dich zum Essen, Baby. Geh mal dahinter, da kannst du Essen suchen. Du bist schlimm, weißt du das? Viel ist da ja nicht drin, ne? Ne, es kommt was. Ach, heute fliegen sie wieder. So,
kurz hier. Ich muss das mal verhalten. Ja. Jetzt bräuchte ich einen Föhn oder einen Heißluftföhn. Wäre ideal. Kann dir das nicht vorher einfallen? Nein. Weißt du denn, wo wir denn das eine oder andere haben? Also einen normalen Föhn müsstest du wissen. Ja. Der Heißluftföhn. Die komischen Vögel vom letzten Mal fliegen wieder. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für Vögel sind. Das sind drei Gruppen. Das schaut mir fast nach Gänsen aus oder sowas. Die machen einen Geräusch. Was singen? Ich würde behaupten, wir lassen ihn jetzt kurz alleine sitzen und ich suche einen Föhn. Wir müssen das leider kleben. Das ist das Plastik aus dem Luftfiltergehäuse. So. Schon nur noch kleine Stücke. Braucht noch nicht einmal Kraft dafür. Das zerbricht einfach. Das ist ja komplett ausgetrocknet durch die Sonne. Stabil, aber solange er in dem Sinne keinen Dreck einsaugt, ist es immer noch besser als gar kein Kapschen. Weil diese Maschinen, die wirbeln halt doch sehr viel Dreck auf. Jetzt zumindest schon mal das Loch da unten zu. Schau mal, wie ich das noch besser zu machen kann und dann vielleicht stabilisieren. Machen wir doch gleich ganz außen rum. Weil das Panzerband hält auf Panzerband doch am besten. Ist nur blöd, wenn wir jetzt das Ding nochmal aufmachen müssten, dann müssen wir erst wieder alles abziehen. Aber hoffen wir mal, dass alles passt. Deswegen hältst du fast noch so viel Dreck. Nein. Geh. Ab. Ne. Bleib. So? Meine Rakete ist da. Meine neuen Bilder. Jimmy? Hierher. So, ja, jetzt. Und ab. Ich sag's dir kein drittes Mal. Du Volksschätze. Schon hält's. Ich lach dich. Gang voll. Abflug. Bleib. Ja, der Jimmy, der will zurzeit nicht so gehorchen. Der ist irgendwie. Ey, die haben gerade alle irgendwie ihre pubertäre Phase. Und sobald du den Rücken hindrehst, dann meint er das Sixchen nämlich. Na, hat schleicht er sich schon ganz mehr nach.
macht wieder das, was er vorher gemacht hat. Vorhin war es die Gläu, wo mir wieder mein Zeug aus dem Hühnernest geklaut. Und jetzt ist er Vogel. Ja. Bleib. Ich hab das Huhn gleich mit. Jetzt sollte kein Dreck mehr rankommen. So. Gut, dann fehlt noch eine Sache. Dazu. Deswegen. Was ist los? Das Ding war ja so drauf und das hat dann hier geklemmt. Ja. Ich weiß es auch warum. Hier sind so Unterlegscheiben, so fette, und auf der Seite fehlt sie. Aber da tun wir lieber an der Stelle die hin und bei der anderen Stelle weg, als damit es dann passt. Aber besser ist es woanders enger als da an der Seite, wo der Hebel ist. Ja, jetzt hat der Hebel Platz, vorhin. Gestern hat er noch keinen gehabt. Aber wenn es hier ein bisschen enger ist, ist es egal. Da musst du gleich dazu sagen, dass du gestern nämlich nicht, dass du generell nicht die Geduld hast, zu warten auf schönes Wetter. Ja. Du hast nämlich gestern vor lauter, ich höre jetzt nicht mehr aus, angefangen. Nein. Wenn ihr was Neues zum Schrauben habt, das geht nicht. Ich muss. Bleib. Sitz. Bleib. Sitz, habe ich gesagt. Folgitze. Ja, Mutti. Du, gell? Ja, der wartet immer ab. Und wenn du ihn lang genug nicht mehr anguckst, schleicht er sich wieder, also wirklich buchstäblich, schleicht er sich an dir vorbei, um wieder das Futter zu verteidigen. Da vorne nämlich auch. Bin ich in Waschküche, da lag er auf seinem Platz und dann kamen die anderen Hunde rein und er gleich ans Futter und ich lasse ihn keinen hin. Und das geht einfach nicht. Halt die erste Schraube, aber guck mal hin. Nehmen wir da noch eine Kleinigkeit machen. Weil die Griffe, die haben keinen Zweck, so wie die sind. Das Plastik ist auch schon ausgefertigt. Das Egal. Das ist immer besser als blanke Metall. Irgendwas stimmt mit dem Blecki nicht. Warum? Wenn ich diese Nacht gehe, dann schaut er mich nur an, macht den Schnabel auf und wieder zu. Also wenn er keine Stimme mehr hätte. Vielleicht fühlt er sich auch einfach eine Verarschung. Nein! Jimmy!
Ah, okay, der hat gar kein Gas, das ist einfach nur eine Bremse. Und das vorne ist, dann bremst es. Sobald man sieht. Das sind eigentlich die kleinen. Gute Bremse ist es nicht, ne? Oh, das ging. Das schafft man. Bum, 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 bum. Ja, soweit fertig, rausschieben und Benzin rein. Schatzi, Kamera. Lauf, Jimmy, lauf. Ist okay, lauf. Erwache zum Leben. Sprit ist drin. Schaltstarter, wie war das? So ist, glaube ich, mal. Oder? Ja. Ich probiere es mal so. Jetzt hast du Lilly verschreckt. Die hat gerade sich platziert zum Eilegen. Das stinkt fein. Ja, der ist auch jahrelang nicht gelaufen. Du qualmst! Die nehmen wir jetzt mal kurz mit runter. Das Stützrad muss ich noch tiefer machen. Das Schöne ist, man kann jetzt damit rumimmeln, ohne es starten zu müssen. Das war nämlich bei dem alten noch ganz schön fett immer allerlei. Hoppa. Wo kommt denn das her? Ja? Der Riesenast. Wo der herkommt auf einmal. Was ist da? Ja, der lag da nämlich noch nicht. Das ist Unkraut. Dann ist die Hund wieder verzogen. So. Tiefer? Tiefer. Interessant. Hey, kleine Elli, komm mal her. Elli, komm mal her. Ja? Elli. Komm mal her. Na komm her. Na komm. Ja, fein. Super, Mausi. Schau tiefer. Ein braves Hint. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Verheftigt, du. Ich glaube, ja. Der mag den Schwamm nicht. Nein. Nein. Ich glaube, der hat noch altes Öl drin. Weil der qualmt noch nach. Alter. Aber ja,
Deine Schuhe sind von Schritt zu Schritt schwerer geworden. Nee, der qualmt deswegen, weil doch da das ganze Fett drin war. Hm. Aber ein schönes Resultat. Und noch einmal anziehen, springt der gleich an. Also funktioniert echt cool. Das ist der ganze alte Schmodder, weiß der von dem, weil ich meine, da war ja Fett, also pures Fett da drin und im Vergaser. Hm. Das ist alles da drin gelandet. Und das muss jetzt erstmal verbrennen. Ja gut, Leute. Aber es läuft wie im Schnürchen. Ich lasse jetzt noch eine Weile laufen. Schaut, dass er dann aufhört zu qualmen. Wenn er nicht aufhört, dann muss ich nochmal was nachgucken. Dann bis dann. Ciao, ciao. So, jetzt qualmt er nicht mehr. Der hat sich einfach nur freipusten müssen.